Manchmal neigen wir dazu, unseren Boden zu unterschätzen. Klar, da wachsen Pflanzen drauf, da leben Regenwürmer drin. Der Boden kann auch Wasser und Nährstoffe speichern. Aber der kann eben auch eine ganze Menge CO2 aus der Luft aufnehmen und binden. Das heißt, der kann auch ein Klimaschützer sein. Und wenn man mal bedenkt, wie viel Bodenfläche wir eigentlich so haben, dann kann das richtig was bewirken. Nur, ob der Boden das tut, das hängt davon ab, was darin eigentlich so los ist. Ja, das sind doch eigentlich wunderschöne Organismen, wenn man genau betrachtet. Das ist Martin Schädler, der am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung untersucht, wie Bodenleben und Klimawandel zusammenhängen. Man sagt ja, der Boden ist der Regenwald des kleinen Mannes, ja, weil man nicht so weit fahren muss, um ganz viele verschiedene Arten an einem Standort zu treffen. Und in der Allgemeinheit ist da, glaube ich, nur ein ganz grobes Verständnis darüber vorhanden, was da unten eigentlich los ist. Und da ist jede Menge los. Und tatsächlich, da leben Tierchen drin, Springschwänze, Milben und Insekten zum Beispiel und jede Menge Mikroorganismen wie Bakterien und Pilze. Alle haben verschiedene Lebensweisen und bilden ein gemeinsames Nahrungsnetz. Und darin müsste doch irgendwo das CO2 stecken. Die Pflanze ist eigentlich das Zentrum für das Bodenleben, weil es die oberirdische und die unterirdische Welt verbindet. Die Pflanze ist eine Maschine, ja, also die sammelt oberirdisch Energie ein, die sammelt oberirdisch auch Kohlenstoff ein, bildet daraus Glucose und im weitesten Sinne andere organische Substanzen und pumpt die dann hier rein. Das ist also wie so ein Stoff- und Energiemotor, der von oben diese Dinge holt und damit das Bodenleben befeuert. Und auf die Art füttert die Pflanze sozusagen das restliche Leben im Boden. Sie lenkt die richtig. Also die Pflanze hat auch die Eigenschaft, die Bakterienflora im Boden in einem gewissen Sinne zu beeinflussen, darüber, welche Stoffe sie in den Boden gibt. Letztendlich bestehen also diese Bodenlebewesen aus diesen Kohlenstoffverbindungen. Die sind ja daraus aufgebaut. Und wenn die dann irgendwann sterben, entsteht tote organische Substanz, die dann wieder anderen als Nahrung dient. Der Kohlenstoff zirkuliert also unterirdisch richtig. Ein Teil davon bleibt aber auch an Mineralien gebunden und damit längerfristig im Boden eingeschlossen. Insgesamt gehören die Böden zu den größten Kohlenstoffspeichern an Land. Allerdings atmen die Lebewesen darin natürlich auch. Also so wie wir. Sauerstoff ein, CO2 aus. Das heißt, es geht auch CO2 aus dem Boden zurück an die Luft. Und wenn der jetzt auf Dauer mehr Kohlenstoff speichern soll, dann muss er ja auch langfristig mehr CO2 aufnehmen, als er wieder abgibt. Das ist aber nicht nach oben offen, zumindest nicht, wenn man das auf natürliche Weise versucht, weil jeder Boden irgendwo sein Kohlenstoffgleichgewicht hat. Wenn ich mehr Organik reinmache, wird auch mehr abgebaut. Also es gibt so einen Gleichgewichtszustand, den man aber durch geeignete Maßnahmen erhöhen kann. An einer dieser Maßnahmen arbeitet auch das Forschungszentrum Jülich. Auf diesem Forschungsfeld in Rheinbach untersuchen Nicolas Brüggemann und Rüdiger Reichel zusammen mit KollegInnen der Uni Bonn nämlich, wie sich Kohlenstoff und Nährstoffe auch unter veränderten Klimabedingungen besser im Boden speichern lassen. Wir nehmen hier einen Bodenkern aus dem Oberboden, den wir untersuchen wollen, auf die mikrobielle Aktivität. Wir haben diesen Boden versetzt mit Weizenstroh. Das Stroh selber ist relativ instabil, also das dient jetzt nicht als langfristiger Kohlenstoffspeicher. Die Idee ist eben, das zu überführen in mikrobielle Biomasse, die dann längerfristig den Stickstoff speichert, aber eben gleichzeitig auch Kohlenstoff speichert. Und auch am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung untersuchen die KollegInnen Bodenproben auf das Leben darin. Dazu werden Nährstoffe gelöst und ausgewertet. Es werden Gensequenzen erstellt, um auch die Bodenbewohner zu identifizieren, die man mit dem Mikroskop nicht erkennen kann. Und es wird sogar mit Hilfe von UV-Licht nachgesehen, wie aktiv das Bodenleben gerade im Bereich der Pflanzenwurzeln ist. In Versuchen, wo langfristig organischer Kohlenstoff, also in Form von organischem Dünger eingebracht wird, kann man eindeutig sehen, dass die Kohlenstoffspeicherung zunimmt und letztendlich auch die Nährstoffversorgung und die Wasserversorgung der Pflanzen zunimmt und zu besseren Erträgen führt. Doch die Aufnahme von Kohlenstoff ist nur der eine wichtige Faktor. Die andere Seite ist der Abbau. Wenn beispielsweise im Winter Pflanzen auf dem Feld stehen, aber im Sommer nicht, dann wird ja nur das halbe Jahr über CO2 aufgenommen. Die Lebewesen im Boden sind aber das ganze Jahr über aktiv und atmen CO2 aus. Und wenn dann auch noch das Feld gepflügt wird und damit noch zusätzlicher Sauerstoff in den Boden kommt, wird sogar noch mehr Kohlenstoff abgebaut.
Und darum ist es für die Bodensubstanz, also die organische Bodensubstanz, so besonders wertvoll, wenn wir Dauerkulturen da draußen haben auf dem Boden. Ein Grünland beispielsweise bringt deutlich mehr organische Substanz im Boden, einfach dadurch, dass es ständig da ist, dass es 12 Monate im Jahr Wurzeln produziert, die wieder absterben, dass es 12 Monate im Jahr organische Substanz in diesen Boden reinpumpt. Und das ist auch ein Effekt, den man dadurch erreicht, indem man Untersaaten macht, Zwischenfeldfrüchte anlegt, sodass dieser Boden eigentlich immer irgendwie durch die Pflanze bewachsen ist. Ich denke, das Hauptproblem ist, dass zurzeit der Boden einfach eher vielfach noch als totes Substrat, also als Erde betrachtet wird, die letztendlich nur Träger ist für Pflanzen und Träger für Dünger und Wasser, aber nicht als eigenständiger Lebensraum, eigenständiges Ökosystem betrachtet wird. Vereinfacht kann man sagen, je mehr Leben da im Boden steckt, je gesünder, je aktiver der Boden ist, desto mehr kann er dazu beitragen, unser Klima zu stabilisieren. Das heißt, der Boden kann uns durchaus dabei helfen, gut in die Zukunft zu kommen. Nur dafür müssen wir den Boden halt auch helfen lassen. Und das ist etwas, was ins Bewusstsein rücken muss, dass wir hier viel sensibler vorgehen müssen und den Boden als wirklich kostbare Ressource betrachten müssen, die von unschätzbarem Wert ist, nicht ersetzbar ist.